Hallo Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung, herzlich willkommen wieder einmal zu einem Produktvorstellungsvideo von Röder Feuerwerk. Heute auch wieder zu einem etwas spezielleren Produkt. Eigentlich kein Feuerwerkskörper, sondern ein Zubehör, ein sehr praktisches Zubehör. Und zwar sieht recht spektakulär aus. Nein, sehr unspektakulär. Hier eine Federstahlplatte mit zwei Bohrungen, trapezförmig mit gebogenen Laschen. Ich präsentiere deshalb diese Halterungen, da sie doch sehr, sehr praktisch sind, auch was Standsicherheit betrifft. Häufig hat man ja das Problem, so Rauchtöpfe beispielsweise hinzustellen, anzuzünden, dann fallen sie um. Gut, bei Rauchtopf ist nicht ganz so schlimm, aber bei Bengaltöpfen zum Beispiel oder solchen Blinkfontänen, die ja keine große Standfläche haben, wäre sowas schon sehr praktisch. Und zwar, man kann diese Halterungen, man sieht, die laufen hier so verengt zu, die kann man überall befestigen. Ja, man kann sie auf Brettern festschrauben, auf Balken, auf Latten, was auch immer, überall befestigen. Ja, und dann kann man, na gut, das ist der falsche, man kann dann die Fontänen so einklemmen und die halten, da kann man mitmachen, was man will, die fallen einfach nicht runter. Ja, die sind hier fest eingespannt durch diesen Federstahl, drückt die hier zusammen. Man kann auch, wie gesagt, die Rauchköpfe da reinstellen, passiert nichts, fallen nicht mehr um, weil sie, wenn das sonst nicht so festgeschraubt ist, kann nichts mehr mit passieren. Oder eben so Bengaltöpfe. Gibt es auch noch eine Nummer kleiner. Da kann man, wie gesagt, also wir werden wahrscheinlich drei verschiedene Größen anbieten. Für alle Durchmesser wäre dann was dabei. Auch für große Fontänen zum Beispiel. Die Riesenzylinderfontäne von Blackbox. Halt, das ist halt das Falsche wieder, logischerweise. Aber hier, auch hier steht sie fest drin, kann nichts passieren, rutscht nicht raus, in welche Richtung auch immer. Oder für ganz große Fontänen, für ganz dicke Fontänen, wie die fette Elke, ja, kann man hier schön befestigen. Gut, die wird wahrscheinlich relativ sicher stehen, aber es kann ja doch so mal sein, dass man auf unwegsamem Gelände irgendwo keine Möglichkeit hat, es aufzustellen, unebener Boden. Und dann braucht man entsprechende Vorrichtungen. Und da würde im Prinzip ja ein Brett ausreichen, dass man ein bisschen höher stellt. Vor allen Dingen bei Vulkanen, die dann auch nach unten regnen, ist das sehr vorteilhaft. Ja, weil man natürlich wesentlich mehr vom Effekt hat. Und dann steht der Vulkan sicher, kann nichts passieren, jeder kann ihn sehen. Und ist vor allen Dingen sehr schnell montiert und demontiert. Ja. Oder auch für die Schönen des Bies, für Fontänen, ja, kann man es auch verwenden. Ja, damit wären wir schon am Ende dieser kleinen Produktvorstellung angelangt. Ist eigentlich nichts Spektakuläres, aber doch sehr hilfreich. Sehr, ja, sag mal, nettes Hilfsmittel, um eben Vulkane, Fontänen, Bengalfeuer, Rauch, Töpfe, was auch immer, sicher und standfest zu machen, zu befestigen. Die Teile werden wir demnächst auch bei uns im Shop anbieten, kann man also einfach mitbestellen. Ich finde sie sehr praktisch und kosten auch nicht viel Geld. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Vorstellung gefallen. Ihr könnt ein paar Anregungen geben, vielleicht eine Idee für den einen oder anderen doch interessant. Und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn es heißt Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.